Willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Mario Kart 8 Deluxe. Heute geht's mit Toadette, dem Fashion Scooter, dem Metallreifen und dem Gleitschirm ins Rennen. Und ich glaube, ich werde sowas von aufs Maul bekommen hier im Panzer Cup. Aber die Strecken sind ja eigentlich nicht so schwer, deswegen hoffe ich einfach mal aufs Beste. Wir werden sehen, wie ich aufs Maul bekomme. Naja. Gucken wir einfach mal. Nicht, dass ich eine große Wahl hätte oder so. Mir fällt jetzt gerade aus da hinten der Traktor auf. Und ja, ich nutze einfach mal wieder ein Bike. Ich weiß. Ich glaube, ich soll es mit Bikes einfach sein lassen, weil ich mit Bikes nicht so 100% gut zurechtkomme. Andererseits muss ich sagen, bis jetzt fühlt sich sogar gar nicht mal so schlecht an hier alles. Klar, ich muss mich erstmal hier reinfinden in die Steuerung mit dem Bike hier. Oh Gott. Aber schlecht ist sie bis jetzt nicht. Also damit kann ich auf jeden Fall leben. Och nee. Lakitu. Oh Gott. Warum sind die Monty-Maulwürfe eigentlich so verdammt groß? Haben die einen Gigapilz gegessen oder was ist da los? So, kürzen wir mal minimal ab. Eine Sache, wo ich auf jeden Fall versuchen muss, erstmal mit klar zu kommen. Ist dieses Gewabbel vom Bike. So, Platz 1 geworden. Das sind Windeseile. Und wie es aussieht, wird Lakitu hier in diesem Rennen unser ärgster Rivale sein. Ach ja. Können wir es dem Guten auch mal. Der ist sonst immer nur in der Luft und wirft irgendwelche Dinge von oben nach unten. Der will halt auch mal auf die Rennpiste. Boah, was für eine ekelhafte Hupe. Aber ich muss sagen, das Bike fühlt sich nicht schlecht an. Also vielleicht habe ich auch sonst immer nur eine schlechte Kombi gehabt. Aber ich muss sagen, das Bike hier, das fühlt sich nicht schlecht an, der Fashion Scooter. Fühlt sich auf jeden Fall brauchbar an. Na, wenigstens war ich nicht auf dem Beschleunigungsstreifen. Wenigstens etwas. Bin ja sowieso mal gespannt, was eigentlich in Mario Kart 9 alles auf uns zukommen wird. Oh Gott, da kommt Yoshi. Ich meine, ich bin jetzt auch kein großer Mario Kart Fanboy, so. Ah, stimmt, da wollte ich eigentlich nochmal da hinten durch, hinter die Boxenstops. Egal. Ich bin jetzt auch kein großer Fanboy der Reihe. Aber ich mag Mario Kart eigentlich, also. Ich hab's mir auch auf der Wii U geholt damals. Oh Mann.
Na, wenigstens hat es auch Yoshi mal erwischt mit den Shells. Und nicht immer nur mich die ganze Zeit. Ja, ich lasse es mal lieber mit den Boxenstopps. Bin froh, wenn ich hier durchkomme. Ja, Yoshi war direkt hinter mir, also. Enge Kiste auf jeden Fall, enge Kiste. Und das auf Marios Piste. Okay, Entschuldigung. Vor allen Dingen dadurch, dass jetzt ja gerade sämtliche Strecken oder alte Strecken von den anderen früheren Mario Kart Teilen jetzt gerade remaked werden für den Teil hier. Könnte auf jeden Fall ganz interessant werden. Und ich frage mich, wie lange es noch dauern wird, bis irgendwann mal ein Palma hier mit drin ist. Im Mario Kart Fire Roaster. Und warum lasse ich eigentlich das Item immer so mega viel Zeit, was das Auswählen des Items angeht? Das ist echt furchtbar, wie lange das teilweise dauert. Die Bananen hinter den Münzen war auch böse. Nein, scheiße, falsche Seite. Und was will ich jetzt mit dem fucking Boomerang? Nakito eine reinwürgen, ja? Natürlich kommt jetzt die Blue Shell. Blitz, bitte um Blitz, Mann. Warum mir denn auch mal einen guten Platz gönnen, hä? Schau, Lakito. Wobei, natürlich kommt jetzt die Red Shell, die er gerade gezogen hat, ist ja klar. Aber Yoshi kriegt auch eine rein, der gerade versucht hat, sich den Platz hier zu sichern in dem Moment. Alter, warum kriegt ja auch jeder gerade den Red Shell, Mann? Ist ja furchtbar. Aber wirklich jeder hat gerade eine Red Shell bekommen. Was zur Hölle? Platz 1, 2 und 3. Endlich habe ich es auch mal geschafft. Oh Gott, hier habe ich jetzt gerade wertvolles Zeug verschwendet. Und Yoshi rutscht sogar nochmal aus. Hat ihm auch nichts mehr gebracht. Ja, 10 Punkte vorne dran, vor Platz 2. Sogar 11. Läuft. Läuft bei mir. Toads Autobahn. Boah. Ey, diese Hupe, ne? Die ist so furchtbar. Oh Gott, scheiße. Voll im Auto rein. Was ist denn da hinten los, Alter? Da hinten kommt die ganze Meute angefahren.
Also ich Platz 1 und dann kommt die ganze Meute erst hinterher. Also wenn du da hinten einmal getroffen wirst, ne? Bist du echt am Arsch. Scheiße. Aus welchen Gründen auch immer kommt die Meute mir auch gerade erstaunlich nahe. Finde ich nichts gut. Ah, scheiße. Selbst schuld gewesen gerade. Nee, aber irgendwie hat es mich irgendwas weggedrückt wieder. Deswegen dachte ich, vielleicht hätte ich die Schlausteuerung an. Auch wenn die Schlausteuerung bei weitem nicht immer schlau ist. Aber ich glaube, die ist automatisch im Fliegen irgendwie mit drin. Ernsthaft, jetzt bin ich die ganze Fahrt über Platz 1 und dann kommt Wario ums Eck. Oh fuck. Das war gerade dumm, bin ich ehrlich. Jo, geschafft. Ja, jedes Rennen Platz 1 geworden. Also was soll ich da jetzt groß sagen dazu? Kann mich nicht beschweren, so. Ah, und hier war Marios Piste das Highlight, okay. Gut zu wissen. Ich weiß aber auch nicht, während dem Fahren fällt mir das halt gar nicht so auf, ob da jetzt irgendwo wirklich ein Highlight ist oder nicht, aber... Boah. Alle drei Sterne. Kein neues Fahrzeugteil. Okay. Das Spiel wird langsam sicher ein bisschen wählerisch, würde ich sagen. Aber gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zuschauen, Likes und Kommentare und bis zum nächsten Part. Oder auch nicht. Bye.